Das habe ich mir gerade ausgedacht. Kreativität ist für mich Mut, um die Ecke denken und keine Angst vor Blamage. Kreativität ist für mich, aus Essensresten etwas Neues zu kreieren. Künstlerisch aktiv sein. Für mich ist Kreativität, seinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Kreativität ist für mich Vielfalt. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst, den heute der Jugendausschuss vorbereitet hat. Letzte Woche haben wir das Pfingstfest gefeiert und da ging es um die Gaben des Heiligen Geistes. Und zu diesen Gaben gehört ganz sicherlich auch unsere Kreativität. Der Apostel Paulus schreibt im ersten Korintherbrief: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wir feiern unsere Online-Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guter Gott, wir danken dir. Wir sind begabt. Wir haben Vernunft und Fantasie und diese Gabe können wir jetzt gut gebrauchen. So gelingt es uns, neue Wege zu finden. Wege, mit denen wir einiges von dem ersetzen können, was nun an persönlichen Kontakten oder Begegnungen fehlt. Videokonferenzen, Online-Unterricht, soziale Medien, Treffen mit den Freunden an der frischen Luft. So vieles ist möglich. Wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass du uns immer neue Wege zeigst und auch jetzt bei uns bist. Amen. Folgende Situation: Wir sind auf dem Schulhof und wollen Fußball spielen. Ey, lass mal Fußball spielen. Gute Idee, aber wir haben ja keine Tore. Ja, was machen wir denn dann? Ah, wir haben noch unsere Rucksäcke, die können wir nehmen. Dann machen wir daraus die Ja, Tore. perfekt. Dann einen hier hin und einen hier hin. Ich gehe ins Tor. Okay. Also, wir beide sind Freundinnen und wollen zusammen kochen. Mist, was mir gerade einfällt, ist, dass wir vergessen haben, einzukaufen. Aber was sollten wir überhaupt nochmal kochen? Ich weiß es nicht. Lass uns einfach im Kühlschrank mal nachgucken, was es so gibt. Okay, was haben wir denn da? Das ist gut. Ja, wir können einfach mal alles zusammenmixen, in die Pfanne tun und dann gucken, was Ja, rauskommt. wird schon gut sein. Ja. Bei einem unserer letzten Gottesdienste, Ideen aus dem Nichts, haben wir in unserem Kreativworkshop ein wunderschönes Bild erstellt und davon wird nochmal ein kleiner Ausschnitt gezeigt. Da wir in der ganzen Corona-Zeit ja gar nicht singen können, haben wir uns überlegt, dass Sie für den nächsten Gottesdienst uns einfach Ihr Lieblingslied zuschicken können und wir probieren das dann zu singen. Und zwar an die E-Mail-Adresse meinlieblingslied@kirche-mauwei.de. Nun sprechen wir zusammen das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. We know that there's a
I'll help you carry home, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on me. Herzliches Dankeschön an die Jugendlichen aus unserem Jugendausschuss, an Michael Bird, unseren Kirchenmusiker, für seine kreativen Musikideen und an Christoph Stein natürlich, der wie immer hinter der Kamera steht und alles aufnimmt. Und jetzt schließen wir unsere kleine Online-Andacht mit dem Segen Gottes. Gott segne und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und aller Welt Frieden. Amen.